Moin Moin und ein herzliches Willkommen zu Let's Play Pokémon Soul Silver. Ja, im letzten Part haben wir unsere Rayquaza gefangen. Das ging relativ fix innerhalb von 5 Minuten, 5-6 Minuten. Heute wollen wir uns um die restlichen Ligas kümmern. Ich weiß noch nicht, welchen wir als erstes kriegen. Raikou, Entei. Warten wir es einfach mal ab. Raikou ist gerade unten. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr, ne? Das ist doch Betrug. Hallo Entei. Ist Traumagil oben? Ja. Traumfugil. Traumagil. Da ist es. Hallo Entei, Level 40? So. Ich würde sagen, wir hauen erstmal den Horrorblick raus. Wo ich ein bisschen bei Schwierigkeiten habe, wenn wir jetzt den Spuk raushauen. Das Entei doch bestimmt down, oder? Wobei, wir können uns ja generell mal die Fangrate von Entei anschauen. So, Entei ist only Typ Feuer. Man sagt sogar, dass es aus dem Vulkan entstanden ist. Fragt mich aber nicht bitte, ob das stimmt. So, dann haben wir. Erzwinger, versteckte Fähigkeit, Feuerfänger oder ab der 7. Gen Konzentrator. Fangrate 3, 1,6%. Geschlecht unbekannt. Spezialverteidigung ist sowas von Müll, genauso wie die Spezial. Der Spin. Ja, die Verteidigung aber auch. Das ist schön. Und wenn wir auswechseln, dann flieht Entei. Gehen wir trotzdem erstmal auf Blitz die ganze Zeit. Vielleicht haben wir ja Glück, aber. Wir können gerne gleich mal ein, zwei Bälle so versuchen, aber. Nicht, dass das bringt. Wir könnten natürlich darauf gehen, dass. Entei. Ja, wir könnten doch. Wir könnten es in etwa zwei Bälle gehen. Dauert dann dementsprechend, aber was willst du machen? Füllt sich der Bart wenigstens. Erstmal eine Top-Genesung raus für Traumfugil. Alles klar. Warum ist Entei jetzt geflohen? Beziehungsweise Brüller. Warum hat das funktioniert? Normalerweise ist es so beim Horrorblick, dass du Entei halt. Ja, das ist halt trotzdem. Ja, das ist bestimmt schon woanders, ne? Das ist halt trotzdem nicht. Es bleibt aber geparrt. Das
Das ist doch Müll. Haben die Entwickler das so mit Absicht gemacht? Finde ich ein bisschen schade, ja. Ich glaube, das letzte Mal, wo wir die beiden gejagt haben, haben wir es auch in... Das heißt schon Dukatia City. Oh, wie heißt die Stadt hier nochmal? Wartet mal. Will ich jetzt wissen. Teak City, genau, ja. Und Raikou bleibt einfach links. Ja, also, anscheinend haben die Entwickler das geändert. Aber ich denke mal, den Meisterball. Moment, uns für Latios? Weiß ich nicht. Wobei, Latios hat keinen Brüller. Das heißt, den Meisterball verwenden wir entweder für Entei oder für Raikou. Oh nein, hier sind ja noch Trainer. Ich hoffe, ich habe die schon besiegt, aber ich glaube nicht. Super, Top-Shots, ja. Nein. Ja, ja, ja. Aber hat nur ein Pokémon. Tomato. Spukball. Sollten Entei und Raikou gleich kommen, denke ich mal, dass wir Pinsir nach vorne setzen für den Zertrümmerer. Hallo Mogelbaum? Respawnst du? Anscheinend. Ja gut, begegnen wir nochmal Mogelbaum. Moin Michina, alles gut bei dir? Wir sind hier gerade auf dem... Ist das Shiny? Nee. Wir sind hier gerade auf der Jagd nach Raikou und Entei. Aber... leider bringt der Horrorblick nicht das, was das mal war. Boah, da ganz unten. Da kann ich auch beim Haus rein und rausgehen. Habe ich das Gleiche. Jo, wir sind bei Entei. Ich hab gerade Pokémon X. Ah, wie weit bist du? Also bei welchem Arena-Orden?
sind doch Safe Entei, ist doch hier, ne? Ja. Ich habe wahrscheinlich noch Topschutz an, ja. Noch am Anfang. Ah, okay. Und zum Beispiel, was mir auch gerade auffällt, den Topschutz, den ich gerade hatte, der hat sonst nicht gewirkt. Zumindest bei den Legendaries. Das haben sie jetzt auch neu gemacht. Wobei in Pokémon X hatten sie es wieder eingeführt. Zumindest bei Arctos. Zertrümmerer! Jetzt ist es wahrscheinlich wieder über alle Berge. Ne? Jo. Aber noch ein Zertrümmerer und es geht in den roten Bereich. Und dann sollte das eigentlich passen. Glutamierblex. Jo. Ah, ich wollte ja einmal kurz das hier machen. Zack. Boah, die sind ja wieder ganz unten. Und ich bin wieder bei Entei. Ja, moin. Schön. So, dann komm mal raus, Entei. Und eigentlich sollten wir es mit dem Zertrümmerer nicht killen. Es sei denn, die Entwickler haben die Stats gelassen, also wenn man die Stats gesenkt hätte, dass sie bleiben. Weil normalerweise ist es so, wenn Kampf, wenn du ein Pokémon auswechselst oder halt neun oder flüchtest, dass die Stats wieder normal sind. Ich meine, die KP bleibt ja auch weg. Das Feuer-Pokémon Gold. Oh, ja, welches hatte ich denn nochmal? Ich habe, glaube ich, das Pflanzen-Pokémon genommen. Igamaru? Beutel. Wie heißt das Feuer-Pokémon denn? Ah, nee, warte, ist das nicht Finks? Finks? Doch, doch, Finks, ne? Dieses Feuergeist oder Feuerunlicht, Feuer-Psycho-Pokémon später. Heute Pokécom. Auch Entei ist auf unserer Route. Ja, Finks, genau. Ja, Finks wollte ich als erstes aufnehmen, aber weiß ich nicht. Igamaru sah für mich mehr wie eine Schildkröte aus. Deswegen habe ich Igamaru genommen. Und voilà, in der dritten. In der zweiten Entwicklung, beziehungsweise in der Endentwicklung. Oh, so eine halbe Schildkröte ist das ja dann schon. Aber ist auch jeden. Ist auch Geschmackssache. So, ein Pokémon schauen wir hier noch. Ansonsten gehen wir mal unten rechts ins Gras. Ja, also kannst du auch vom Namen her ableiten. Tortoise heißt ja auch Schildkröte auf Englisch. Genauso halt ein Kanallogo ist auch die Schildkröte oder die Gaming-Schildkröte, ne? So, Kampf. Luft. Jetzt komm, Entei. Jetzt ist es bestimmt wieder ins andere Gras, oder? Es gibt hier nur die beiden Gräser.
Das ein Pokémon machen wir hier noch, sonst gehen wir mal wieder ins andere Gras, ja. Deswegen mag ich die Encounter nicht, deswegen mache ich die immer zum Schluss. Entei ist bestimmt schon wieder weg. Entweder ich bin zu blöd zum Schauen. Oder Entei ist. Entweder ist Entei. Doch, Entei ist eigentlich auf unserer Route. Doch, Entei ist auf unserer Route. Hundertprozentig. Aber es kommt nicht. Noch instant einmal kurz im Pokédex schauen. Nee, es muss hier sein. Ja, ich entscheide das meistens immer spontan. Meistens, wenn die Abonnenten wollen, benenne ich sie dann nach dem Abonnenten. Ja. Mit der gleichen Farbe. Da habe ich noch nie drauf geachtet. Ich weiß, dass es Pokémon gibt, die vom Geschlecht her verschiedene Farben unterschiedlich aussehen. Bestes Beispiel Schalilos oder Nidoran, oder hier Epetoras, wie heißt sie noch? Dieses Pokémon aus der vierten Gen, Bodentyp. So, wir versuchen es noch zweimal, sonst nehmen wir eine andere Route. Das ist Betrug. Ja, wir nehmen eine andere Route, das ist mir zu blöd. Vielleicht habe ich auch was mit den Augen, aber... Was halt noch sein kann, dass Entei und Raikou direkt auf einer Route sind und ich das nicht sehe. Aber eigentlich ist das nicht so. Bescheuert? Entweder Entei ist futsch oder auf der gleichen Route wie Raikou. Da ist es wieder, es war auf einmal weg. Aber jetzt ist es wieder da. Keine Ahnung. Ich hoffe, jetzt habe ich Glück. Ich weiß es aber nicht.
Jawohl. Ich weiß jetzt nicht, als Raikou oder Entei ist. Raikou ist es. So. Na komm, gehen wir erstmal auf Zertrümmer. Wobei wir eigentlich auch den Meisterball hätten werden können, weil Entei haben wir ja schon soweit. Ich wusste gar nicht, dass sie sogar in den Steineichelwald gehen. So. Entweder ist Entei jetzt wieder weg. Oder Entei ist auf unserer Route. Nein, ich hab... Oh nein! Obwohl, wartet mal. Wir müssen eh noch einen Zertrümmerer machen. Ich dachte, ich hätte jetzt... Oh Gott. Entei haben wir ja noch nicht so weit. So. Ein Zertrümmerer noch. Bitte kein Crit. So, Entei haben wir jetzt soweit gut bearbeitet. Und jetzt packe ich Traumvogel wieder nach vorne. Nicht, dass ich das nochmal wieder vergesse. Pokémon. Ah, warum gehe ich denn jetzt auf Beutel? Ich gehe, wenn wir nach links gehen. Ich habe ein gutes Gefühl. Also entweder uns begegnet Raikou, wir werden zum Meisterball fahren, oder wir holen uns Entei. Mein Instinkt war falsch, nein! Wir gehen nach unten. Raikou ist, glaube ich, bei uns. Hallo, Bullpix. Ich war schade, dass wir keinen Feuerstein bekommen haben. Aber gut. Jetzt ist es sowieso zu spät. Thank you.
Raichu müsste eigentlich bei uns sein. Ja! So, Raichu. Du darfst den Meisterball haben. Abbekommen. Bälle. Das ist mal schön. Das ist einer der Bälle, die ich feiere. Muss man sich einfach nur zurücklehnen und zuschauen. Ja, so. Oh, nice. Damit hätten wir Raichu gefangen. Ich danke euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und einen Kommentar lassen. Im nächsten Part werden wir uns Entei widmen. Bis dann.